Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich beginne mit folgender Erzählung. Ich durfte einen Menschen begleiten in seinem schwer krank sein bis hin zu seinem Sterben. Und so ziemlich in der Endphase sagte er zu mir: Weißt du was? Was ich bis heute noch nicht losgeworden bin. Ich habe meine Frau, inzwischen Ex-Frau, abgöttisch geliebt. Er hatte sogar eine sehr dramatische Situation gehabt. Er sagte, da hat ihm Gott oder Jesus ihm gezeigt, dass das falsch ist. Denn er spürt auf einmal, dass er eine menschliche Beziehung der göttlichen Beziehung vorgezogen hat. Das war sehr ewig. Ich habe mir das Wort abgöttisch angeschaut zum ersten Mal so richtig. Das Wort sagt genau das, worum es geht. Ich liebe von Gott ab, von Gott weg. Und dann liebe ich einen Menschen ab. Das heißt, ich verwechsle die Priorität Gott mit der Priorität Mensch. Interessanterweise sagt er dann noch, und weißt du, meine Frau, Ex-Frau, das hat mich so geärgert und so genervt, die liebt Katzen abgöttisch. Er konnte das Problem nicht mehr lösen, weil der Körper schneller war als sein Geist. Warum erzähle ich das? Weil das passt sehr schön zu uns und zu unserer Lesung heute. Die Lesung kommt aus dem Buch Exodus. Das ist das Evangelium der Juden bis heute, die Basis des Judentums, die Urerfahrung des Judentums, auf den wir als Christen natürlich aufstehen. Wir wissen ja, Jesus war Jude und ist als Jude gestorben. Und diese hohe Erfahrung wird in dem Exodus beschrieben. Wir kennen das alle so ein bisschen. Es geht hier um einen Text, der zum ersten Mal beschreibt die Bedeutung des Themas Freiheit. Und was Freiheit ist, dürfte Israel erleben, nicht im Sinne von ein bisschen mehr Freiheit oder etwas mehr Freiheit, sondern in einer ganz besonderen Erfahrung, dass die Juden bis heute natürlich nicht vergessen können, wir Christen im Grunde auch nicht. Diese Urerfahrung geht voraus, das wissen Sie auch, dass Israel in der Zeit, wo es in Ägypten war, vom Pharao, also einem mächtigen Menschen, gnadenlos unterdrückt wurde, zu Sklaven missbraucht wurde, in ihrer Freiheit, in ihrer Würde entwürdigt. Und wir kennen die Geschichte mit Mose. Gott schafft es, dieses Volk aus den Klauen des Pharaos zu lösen. Er schafft die Entbindung von Menschen in ihrer Abhängigkeit von einem Diktator. Deswegen ist bis heute unser politisches und persönliches Grundproblem die beiden Pole frei sein und gebunden sein, miteinander in ein möglichst gutes Verhältnis zu bringen. Israel kommt frei und erlebt nun in dieser wunderbaren Geschichte in einer ausweglosen Situation. Das ist die Stelle am Meer. Der Pharao setzt mit seinen Streitmächten nach.
Israel ist unbewaffnet, hat keine Waffen, kann sich in keinster Weise verteidigen, vor sich das Meer und hinter ihnen die Truppen des Pharaos. Es bricht Panik aus im Lager der Israeliten, denn alle sehen sie schon in den Fluten des Meeres ertrinken. Keine Chance, sie sind dem Tod geweiht, sie haben keinen Ausweg. Und nun darf Israel erleben, durch ein völlig unwahrscheinliches Wunder, wie alle Wunder unwahrscheinlich sind, dass sie in dieser Situation, wo keiner mehr eine Chance gesehen hat, wo keiner mehr einen Ausweg gesehen hat, es gab kein Entrinnen nach menschlichem Ermessen, undenkbar, kommt das von Israel frei. Exodus, sie finden einen Ausweg, wo es keinen Weg gibt, wo Menschen sich keinen Weg mehr vorstellen können, zu uns haben. Im Gegensatz zu heute, auch wir erleben Wunder, aber kaum einer sieht darin, gerade im Wunder, eine Offenbarung Gottes, dass sich darin Gott in einer sehr ursprünglichen, in einer sehr intensiven, deutlichen Weise offenbart und sich zeigt. Israel war noch so offen für das Unbegreifliche, dass ihm klar war, das war nicht irgendein Zufall, das war nicht irgendwie eine Wettergeschichte oder sonst was. Das war, wie sie dann sagen, Jahwe, unser Gott, der uns gerettet hat. Und sie jubeln, Miriam tanzte da mit allen möglichen Musikinstrumenten. Es bricht ein Jubel im Lager auf ihren Gott, der sie befreit hat. Und auch das ist wichtig, diese Offenbarung Gottes, die Israel erlebt, einmalig, ist für sie kein historisches Ereignis. Wir wissen nicht genau, ob es historisch ist. Es ist wahrscheinlich, aber es kann sicher gar nicht sein. Aber das Wichtigste ist, dass es für sie kein historisches Ereignis ist, sondern von so großer Bedeutung, dass es bis heute Basis des Grundwissens, des Grundglaubens der Juden ist. Bis heute, wie gesagt, kein Volk in der Antike im Mittelmeerraum hat überlebt. Nur Israel mit Namen und der Substanz des Glaubens. Israel war klar, das ist jetzt so eine mächtige Erfahrung, die lassen wir uns nicht mehr nehmen. Nicht die Erfahrung, sondern diesen Gott, der sich wahrgenommen hat. Das ist jetzt unser Gott. Und zwar haben sie gemerkt, das ist ein Gott, der will unbedingt, auch in Situationen, wo nichts mehr offen ist, will er unsere Freiheit. Das ist der eine Punkt, die Urerfahrung des Volkes Israel. Und entspricht ja bis heute uns der Sehnsucht, die meisten Menschen sehnen sich nach Freiheit. Wir wollen als Menschen frei sein, das unterscheidet uns von den Tieren, die sind instinktbedingt bestimmt. Ein Biologe sagt mal, der Mensch ist ein reduziertes Instinktwesen Tier, also ein Tier mit einem reduzierten Instinkt, das kann man biologisch so sagen. Und Israel entdeckt, das Schönste ist, was für uns Menschen vorgesehen ist, frei zu sein, kein Sklave zu sein von irgendjemand oder irgendetwas, sondern frei. Und nun holt sich in der Lesung Jahwe Gott wieder den Mose auf den Berg. Mose ist der Vermittlungsmessung. Man sagt ihm genau, was er dem Volk sagen soll. Und er beginnt, wie ich jetzt eben auch begonnen habe, mit der Erfahrung des Exodus, der Befreiung aus einer aussichtslosen Situation. Und bringt so ein wunderschönes Bild poetisch ins Spiel und sagt ihnen, wie ich sie auf Adlersflügen sozusagen über das Meer geflogen habe. Das ist nicht historisch. Ist aber ein wunderschönes Bild, das jeder Mensch in einer Krise machen kann oder viele Menschen machen, dass sie plötzlich, ohne zu kämpfen, ohne noch was machen zu können, plötzlich kommt ein Adler
und trägt sie über die Krise hinweg. Und hinter denkt sie, was ist da eigentlich passiert? Krise ist vorbei. Das ist das Erleben Israels, wie von einem Adler über das Problem, über diese Krise hinweggetragen worden zu sein. Und weil nun Gott, der dem Menschen diese Freiheit gönnt und zuspricht und will, dass sie frei sind, muss ich mich auch fragen, wie schaffe ich das, dass die Menschen bleiben frei sind? Das kann nicht jeden Tag ein Exzession der Welt geschehen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, der so wichtig ist im Freisein. Jetzt kommt die Bindung. Gott, es ist völlig klar, wenn ich denen nur Freiheit schenke, die werden das nicht halten können. Jeder erlebt es an sich. Wir wollen frei sein, aber wie viele Dinge tun wir, um uns unfrei zu machen? Abhängig zu haben, an Gewohnheiten, an Mustern, an Vergangenheit, an Beziehungen, an Gelerntem, an Wissen und, und. Und deswegen sagt Gott zu Mose, ich möchte mit den Menschen einen Bund schließen. Und zwar von meiner Seite so verbindlich, so ernsthaft, dass der im Grunde unkündbar ist. Und er sagt ihnen, was gehört zum Bund? Sie müssen auf meine Stimme hören. Ohne Hören gibt es keine Verbindlichkeit. Sie können nicht auf irgendjemand hören, sondern jetzt müssen sie auf mich hören, wenn sie in meinem Bund bleiben wollen. Und sie müssen den Bund halten. Und bitte jetzt immer denken, wenn ich Bund sage, ist es immer gebunden sein, ein absolutes Freisein. An ein Freisein, das unsere menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Noch freier, als Menschen sein können. Ich möchte sie an mein Freisein so binden, damit sie genauso möglichst frei leben können, wie ich auch. Und deswegen sagt er, ich schließe mit ihnen. Was heißt das für mich? Um das hören zu können, um das verstehen zu können, muss ich mir erst mal klar machen, an was ich alles gebunden bin. Sobald es in mir eine Priorität gibt, die ich wichtiger nehme, als dieses Gebundensein und Freisein, bin ich schon abgöttisch. Liege ich schon daneben. Hafte ich schon wieder an irgendetwas, was eben nicht unendlich frei ist, sondern eben endlich. Und ich mache jetzt einen Sprung nach vorne, einen schnellen Text, kommt dann wirklich Gott sozusagen zum Volk runter und fragt das Volk, wollt ihr mit mir solch einen Bund eingehen? Wollt ihr auf mich hören, die erste Stimme in eurem Herzen? Wollt ihr wirklich auf sie hören? Oder wollt ihr weiter in eurem Leben bleiben, so wie ihr das euch vorstellt, nach euren Wünschen und Gedanken? Das Volk sagt dann ja, das geht demokratisch los. Und es kommt, da sagt er noch, sie müssen darauf hören, sie müssen den Bund halten. Und dann sind sie ein heiliges Volk. Heilig heißt genau, es ist das Gegensatz von abgöttisch, dass ich das Heilige, Heilig heißt ausgesondert, dass ich nicht mehr verwechsle menschliche Beziehung mit meiner innersten Gottesbeziehung, dass ich Bindungen, die ich habe, nicht hochnehme, nicht wichtig nehme, sondern ständig darauf achte, das Wichtigste von früh bis spät ist, dass ich mir dieses Gebundensein, das heißt bewusst dieses absolute Gebundensein, an das Freisein Gottes bewusst. Ein lebenslanger Prozess. Aber wir sind alle tendenziös in der Gefahr, mich doch ein bisschen daran halten zu wollen, da zu binden und keine Beziehung aufzugeben. Da bin ich gebunden, da bin ich gebunden. Ich kann ja gar nicht anders.
müssen so uns ausrichten, die wir so haben, um da rauszukommen. Und dann seid ihr alle Priester, ihr seid Könige, eben frei. Frei. Also, ich weiß noch, was schon ganz deutlich ist. Dieser Exodus, dieser Auszug hat das Ziel, in den Bunden zu gehen. Aber eben nicht gebunden so, sondern gebunden sein an das absolute Freisein. Und es gibt manchmal nichts Schöneres als das. Verlangt aber eine hohe Energie, ständig wach zu sein und meine inneren Tendenzen zu bilden, wahrzunehmen und sofort zu meinem Leben. Das gelingt mir nicht. Das geht nicht. Diese Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Das geht nicht. Ja, und so ist es heute sehr schön, ich muss wohl in die Eva stoppen, dass hier eine Decke auf dem Altar liegt, die für uns ein Denkmal, ich fasse es an, ein Erinnerungszeichen, ein Denkzeichen sein soll, dass wir dieses unendliche Freisein, das uns zugesprochen ist und das keine Bedingung kennt, keine Grenze kennt, nichts, dass wir die in unserer Mitte achten, würdigen, preisen, loben, bejubeln und. Und dafür gibt es ein wunderschönes Zeichen, das nicht aus der Religion kommt, sondern aus einer anderen Wissenschaft, vielleicht segnet es jetzt. Einige wissen es schon, kaum einer sieht es schon und man muss genau sagen, keiner kann es sehen, ich auch nicht. Wir sehen hier etwas, was man nicht sehen kann. Und selbst wenn ich außen herumlaufe, sehe ich es innen noch nicht. Die Kunst der Kunst und die Kunst der Religion liegen darin, gerade das zu sehen, was ich nicht sehen kann. Dafür öffnet die Kunst unsere Augen und die Religion. Und so haben wir hier ein unsichtbares, sichtbares Zeichen aus der Mathematik. Das ist das Zeichen für unendlich. Ich habe noch keinen Mathematiker getroffen, der mir das mal erklären könnte. Die sind immer etwas verlegen, wenn ich sie frage, was ist das jetzt eigentlich mathematisch? Ich weiß bis heute nicht. So, ist richtig. Aber wenn Sie das zusammensehen, unterbrochen durch diese Grundform der Decke, kommt heraus diese liegende Acht Zeichen für unendlich. Was zeichnet einen Christen, einen spirituellen Menschen aus? Er kreist nicht um das Endliche. Wenn ich in meinem Kopf um was Endliches kreise, merke ich sofort, mir geht es nicht gut. Religiöse, spirituelle Menschen
für die ist ganz klar, der Mittelpunkt meines Lebens ist eben nicht das Endliche, sondern das Unendliche. Und alles Endliche stößt immer zur Form eines Unendlichen ab. Ist immer Verweis auf das Unendliche. Wenn da Brot und Wein stehen, endliche Zeichen, verweisen sie auf das Unendliche. Und so alles, jeder Mensch verweist auf das Unendliche. Und so finde ich, das ist ein sehr schönes Zeichen, dass wir hier in der Mitte unseres Raumes, wo wir dann auch hoffentlich bald wieder mal Eucharistie feiern, dass hier es eben nicht um Materie geht, um Vergängliches, um Werden und Vergehen, um geboren werden und sterben, sondern um das ohne Ende. Frei sein und frei bleiben ohne Ende. Ein ganz herzliches Dankeschön der Gabi.